Nun habe ich zu Gast bei mir Jürgen Appitsch, Publizist beim Politik im Spiegel und der Neopresse. Sie befassen sich schon seit längerer Zeit mit den Überwachungsdiensten. Sie sind quasi Überwacher der Überwacher. Kann man das so sagen? Ja, das kann ich. Oder das können Sie sehr gut. Schönen guten Abend und einen schönen Gruß an Ihre Hörer und Zuschauer. Dankeschön. Lassen Sie mich gleich mal anfangen mit der ersten Frage. Ist jetzt das, was in Paris passiert ist, in Frankreich, kann man das, ist das jetzt Europas 11. September? Sagen wir es so, beim 11. September, da ist schon sehr viel mehr passiert. Da gab es ja tausende Tote. Aber es ist zweifellos ein Opener für unpopuläre Maßnahmen, die jetzt aber durchgeboxt werden. Ich habe mir da eine ganze Reihe von Punkten aufgeschrieben, die werden aber letztlich langweilen, das ist alles Detailwissen, wir können es auf den Punkt bringen. Im Grunde genommen wird jetzt Europa so nach und nach in einen Polizeikontinent umgewandelt, weil eben der Widerstand der Bevölkerung gegen die EU und eben auch gegen diese Kürzungs- und vor allem Kriegspolitik immer mehr wächst. Was heißt das ganz genau? Heißt das jetzt, dass wir eine Großoffensive der Geheimdienste zu erwarten haben? Also wenn sie es durchführen, werden sie es nicht sagen. Aber auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass die Sicherheitsvorkehrungen verschärft werden. Zum Beispiel ist jetzt schon der Fall, dass in europäischen Großstädten die Polizeipräsenz an Flughäfen oder auch vor Botschaften, Staatsgebäuden, auch vor Zeitungsredaktionen und auf öffentlichen Plätzen durch Tausende von Sicherheitskräften verstärkt wird, dass in Paris jetzt zum Beispiel schwer bewaffnete Sonderpatrouillen unterwegs sind. Es werden jetzt 10.000 Soldaten allein zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung abgestellt. 4.700 Polizisten und Gendarmen sind jetzt für die Bewachung von jüdischen Schulen und Synagogen zuständig. Also es passiert vieles, vor allen Dingen jetzt in Frankreich, aber natürlich auch bei uns. Zum Beispiel will jetzt die Frau Merkel eine bessere internationale Zusammenarbeit der Geheimdienste und unser geliebter Innenminister Thomas de Maizière, der möchte mehr Geld für mehr Personal, für die Überwachung von Islamisten. Die Vorratsdatenspeicherung wird wieder vehement gefordert, obwohl das Europäische Gericht die ausgesprochen kritisch sieht. Also das zieht jetzt. Aber lassen Sie mich mal dazwischen fragen. Glauben Sie nicht, dass es auf irgendeine Art und Weise gerechtfertigt ist? Nein, finde ich nicht. Wenn die Konsequenz der Überwachung unserer Freiheit ist, dass wir unsere Freiheit verlieren, dann hat sich das Ganze nicht so richtig für uns gelohnt. Unsere Vorväter, die haben ihr Leben dafür gegeben, dass wir informelle Selbstbestimmung haben. Und das wird jetzt wieder abgeschafft. Mit fadenscheinigen Begründungen im Grunde sehe ich darin eine False Flag. Ich habe noch eine Frage und zwar, es gibt einen Kommentar von Julian Reichelt. Er schreibt bei der Bild und er sagt ganz klar, wir brauchen die NSA-Überwachung. Was sagen Sie dazu? Naja, also Sie als Sender sind sicher froh, wenn Ihnen jemand zuhört. Ich hingegen finde das nicht so gut. Vielen Dank.